Warum gibst du 60 € dafür aus, dass du 60 € PSN-Guthaben hast? Geh einfach auf ineba.com. Schau dir an, welche PSN-Karte du haben willst. Schau dir an, welches Spiel du haben möchtest. Für eine 50 € PSN-Karte zahlst du über 12 € weniger mit dem Code Chappy. Moin Jungs, was geht? Lasst es scheppern. Schön, dass ihr wieder einschaltet. Es ist jetzt 23.40 Uhr, macht das Video jetzt heute trotzdem noch. Ich habe im Prinzip 12 Stunden heute gearbeitet und habe die anderen 12 Stunden gefühlt damit verbracht, alles aufzusaugen, was zum neuen Modern Warfare da ist. Ich nenne es aus Spaß zwischendurch Ghost 2, einfach weil es mich sehr an Ghost 2 erinnert. Die Spielmechaniken, das Anlehnen, die kleineren Modelle, also die kleineren Charakter von der Größe her, die Farben bei den Gebäuden, und ich bin ein riesiger Ghost-Fan. Ihr wisst das, wer mich schon länger guckt, weiß, dass ich Ghost als das beste COD für mich abstempel. Da gibt es andere Meinungen, das ist auch in Ordnung, aber für mich, für meinen Spielspaß war es das Beste, unabhängig von allem, was schlecht war. Und jetzt habt ihr ja gestern das Video gesehen, wenn ihr das hier seht, war es gestern, in dem ich einfach mal schon mal negativ auf das angegangen bin, was wir einfach haben. Wir haben keine Minimap, ihr werdet 3 Kills brauchen oder Hardline, dann 2 Kills, um eine persönliche Minimap zu haben. Es wird Friendly Fire in den ganz normalen Modi geben, das hat man jetzt auch in den ganzen Gameplays so gesehen. Das lassen wir jetzt einmal raus, ich werde euch alles, was es an Infos aus den Gameplays, aus den Leaks, aus den Twitter-Posts, aus den Frage-Antworten-Spielchen geben, werde ich euch alles zusammenfassen. Einige Sachen werde ich bewerten, andere Sachen werde ich einfach stehen lassen. Macht euch natürlich ein eigenes Bild. Eine der ersten Infos, die am wichtigsten war, die Beta war bis vorgestern für den 20. August für PlayStation 4 vorreserviert. Das Ganze haben sie jetzt geändert, aus welchem Grund auch immer. Die Beta wird offiziell anlaufen am 12. September. Also 14 Tage oder fast 3 Wochen später als bisher eigentlich geplant. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, lassen wir mal dahingestellt. Es wird verschiedene Beta-Termine geben. 12. bis 13. ist Early Access. Das heißt, wenn ihr euch das vorbestellt oder einen Code habt, könnt ihr vom 12. bis 13. wahrscheinlich 48 Stunden die Beta spielen. Direkt darauf, einen Tag später, könnt ihr sie immer noch spielen, aber es wird eine Open Beta sein. Das heißt, Leute, die das Spiel nicht vorbestellt haben, können es trotzdem ein- bzw. 2 Tage anzocken. Das Ganze für PlayStation 4 exklusiv, eine Woche später PC und Xbox ziehen hinterher. Das heißt, wenn ihr Lust habt und das Spiel noch nicht vorbestellen wollt, braucht ihr es noch nicht vorbestellen. Ihr könnt es ganz entspannt machen, ihr könnt 48 Stunden die Beta spielen und euch selber einen Eindruck von dem Ganzen machen. Das finde ich super, denn ich sehe es schon kommen. Bei Black Ops 4 war es so, dass die Wochenenden, es gab ja 2 Wochenenden, wo wir PlayStation-Spieler spielen konnten. Es war ein Tryhard-Schwitzfest hoch 5 und natürlich habe ich da voll mitgemacht, aber so etwas entspannt. Spannendere Lobbys, weil viele Leute, die sich nicht vorbestellen, eher Casual-Player sind und trotzdem mal reingucken, ist immer gut, wird die Verkaufszahlen anregen, finde ich vollkommen in Ordnung, haben sie sehr gut gemacht. Wir haben unglaublich viele Infos und News zu dem neuen Call of Duty und ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich bin sehr zwiegespalten. Es gibt sehr viele coole Sachen und wenn ich nur mal ein paar kurz nennen soll, wir haben eine Advanced UAV, also wir haben einen Hater, Gott sei Dank, ein AC-130 als Streak, wir haben jetzt schon 17 bestätigte Streaks drinne. Das sind jetzt schon 2 mehr, als wir in Black Ops 4 haben und das Spiel ist noch nicht mal in der Beta-Version. Also da haben sie sich richtig was einfallen lassen und die Streaks, die wir drinne haben, sind zum Teil altbekannte, die sehr, sehr gut in Modern Warfare reinpassen, aber auch neue Streaks, die wir so noch nicht gesehen haben, das ich sehr spannend finde. Leider gibt es halt auch wieder ein paar Änderungen, auch wie die Streaks funktionieren, deswegen hier 50 Fakten sozusagen. Wahrscheinlich werden es mehr als 50, versucht das trotzdem kurz zu halten. Ihr kennt das ja, 10 Minuten auf jeden Fall, alles danach mal gucken. Das war ein Scherz an die Hater, nicht ausrasten bitte, ich versuche das nicht auf 10 Minuten zu strecken, wenn ich in 5 Minuten fertig bin, wird es nach 5 Minuten noch hochgeladen, ja, danke. Wir können aus verschiedenen Streak-Variationen wählen. Zum Beispiel bei 3 Kills gibt es unsere persönliche Drohne. Bei 4 Kills könnt ihr auswählen zwischen der Drohne, der Konterdrohne oder den Vorräten. Was ihr nicht könnt, was früher so ging, eine Drohne nehmen, die Konterdrohne und die Vorräte. Diese 3 Sachen gehören in diese 4 Kill-Kategorie der Streaks. Das heißt, ihr müsst euch entscheiden, was will ich haben. Was ich jetzt schon ungefähr sehe, ist, dass viele Leute, ihr habt nur 3 Perks zur Auswahl. Es ist kein klassisches Pick-10-System, so wie ihr es kennt. Also ihr habt 10 freie Plätze, nutzt die aus. Ihr habt eine Secondary-Granate, eine Primärgranate, da ist C4 dabei, Molotow, alles mögliche. Ihr habt 5 Variationen, die ihr auf eure Waffen rauf machen könnt. Und alle, die bisher Modern Warfare gespielt haben, haben unisono 1 gesagt. Der Rückstoß der Waffen ist das größte und der extremste, den sie bisher bei einem COD gesehen haben. Das passt mit dem realistischen Standard, den Infinity War dieses Jahr gesetzt hat auf jeden Fall. Und rein von der Grafik und dem Sound her, muss ich sagen, ist das ein
ein wirklich gut gelungenes Spiel bisher. Lasst uns gucken, wie flüssig es nachher läuft. Das ist natürlich sehr wichtig, denn dieses Stream-Event, wo Haptic und so alle jetzt gestreamt haben, das konnte ich mir nicht lange angucken, weil die Streams einfach alle 2 Minuten aufgehört haben. Vielleicht habt ihr das gleiche ja auch festgestellt. Könnt ihr mal unten reinschreiben. Vielleicht lag es an meiner Internetleitung. Kann ich mir aber nicht vorstellen. Auf jeden Fall ist es so, es ist sehr realistisch. Und mit diesen 5 Aufsätzen für die Waffen könnt ihr die Waffen in alle Varianten ändern. Es gibt für die Sturmgewehre bis zu 60 Aufsatzvarianten. Leichter Schaft, schwerer Schaft, Griff, Großgriff, Vordergriff, Hintergriff, alles mögliche. Eine unglaubliche Varietät. Das finde ich sehr, sehr cool. Das finde ich sehr, sehr geil. Ich bin ein großer Fan davon. Denn alles, was das Spiel in die Breite stellt an Equipmöglichkeiten, ist natürlich neuer Content, den man bringen kann. Und man hat einfach das Gefühl, die Waffe ist genauso, wie man sie haben möchte. Nachteil bei jedem Aufsatz, den man rauf tut, man hat immer einen Nachteil. Zum Beispiel der Schaft sorgt dafür, dass ihr schneller nach rechts und links laufen könnt, während ihr im Scope seid. Dafür scopet ihr vielleicht langsamer rein oder. Das werden wir alles natürlich im Detail sehen, wenn wir das Spiel haben. Es wird auf jeden Fall sehr, sehr lange dauern, bis man sich an das Spiel gewöhnt, glaube ich. Es gibt keine Totenstille. Bisher ist keine Totenstille drin, aber wir sollten bedenken, wir sind jetzt noch sehr weit von der ersten Beta entfernt und von der Beta bis zum restlichen Spiel auch nochmal. Da kann noch was dazukommen. Aktuell keine Totenstille und die Meinung, wie laut die Fußschritte sind anscheinend sehr zwiegespalten. Haptic und ein paar andere Jungs haben gesagt, man hört es sehr, sehr laut, die Fußschritte. Andere, so wie Drifter und wer war der Nächste? Ich glaube, Dismo haben gesagt, man hört die Fußschritte fast gar nicht. Also, da muss man wieder gucken. Ich bin ja immer ein Fan gewesen davon, dass man die Fußschritte einfach gar nicht hört, weil ich nicht verstehe, warum Leute, die jetzt vielleicht auf dem Fernseher oder Monitor spielen, ohne Headset immer so einen Nachteil haben sollen. Und weil es mich einfach nervt, dass man meine Fußschritte hört, es nervt mich persönlich auch, um ganz ehrlich zu sein. Aber da müssen wir abwarten, ob die noch mit reinkommen. Scheint aktuell kein großes Problem zu sein. Es wird Spezialistenfähigkeiten geben. Etwas abgeändert, wie wir es kennen, aber doch relativ nah bei dem Ganzen. Das funktioniert relativ einfach. Ihr habt am Anfang die Möglichkeit, euch eine, es heißt Field Option, also eine Field Power, eine Feld Power, wie auch immer wir es nennen wollen, auszuwählen. Zum Beispiel Stopping Power, dann habt ihr nach einer gewissen Zeit, das lädt auf, ein Magazin mit Patronen, die mehr Schaden machen. Ihr habt ein Tech Deploy von Seraph, ihr habt ein Munitionspaket wie bei Crash, ihr habt eine Art Barrikade wie bei Torque, nur ohne Mikrowellen und nicht so groß wie bei Torque. Und das könnt ihr, je nachdem, wann es aufgeladen ist, einfach nutzen. Die Idee finde ich, naja, es ist halt wieder, es sieht aus wie, okay, wir wollen keine Spezialisten nehmen, aber wir wollen nochmal irgendwas zusätzlich hinzufügen. Stattdessen hätte ich mir gewünscht, dass wir jetzt schon sehen, dass es einen Spezi-Bonus gibt. Bisher war der nicht im Spiel drinne. Rein von dem Gameplay-Feeling, wenn ich mir es angucke, bin ich aber sehr begeistert. Wir haben viele Optionen. Ihr könnt auf ganz neue Art und Weise über Gebäude klettern. Ihr könnt durch Türen springen. Ihr könnt sie aufsprengen. Türen sprengen richtig auf, wenn eine Granate dahin geworfen wird. Also da muss man ganz ehrlich sagen, da haben sie sich richtig was einfallen lassen. Ich habe das Gefühl, dass dieses Spiel sehr, sehr viel Liebe bekommen hat. Ich bin mir aber nicht sicher, ob es das COD ist, was wir wollen. Lasst uns da abwarten. Ich will nicht zu negativ sein. Es kann natürlich auch absolut genial nachher sein, das zu spielen. Das weiß ich noch nicht. Ich bin absolut kein Fan davon, dass wir keine Minimap haben im normalen Modus. Absolut gar nicht. Ihr wisst, es gibt bessere Spieler, es gibt schlechtere Spieler. Und ich sage jetzt einfach mal, dass ich ein kleines COD-Biest bin. Und viele von euch auch, die richtig gut sind. Wie unfair wird es, wenn ich eine Drohne habe, einen Hater und noch irgendwas als Streak gegen Leute, die nicht einmal ein Radar haben. Also Hater gegen gar kein Radar. Leute, das wird ein Schlachtfest hoch 5. Es gibt eine taktische Nuke dazu. Bisher hat sie keiner erspielt. Man weiß nicht, bei wie viel Kills es ist. Aber es ist Game-Ending. Ich kann mir vorstellen, wenn wir bis 100 gehen bei TDM, dass da eine 40er Gunstreak drin sein muss, vielleicht eine 50er, 30 kann ich mir nicht vorstellen, weil 30 einfach zu wenig wäre dafür, dass das Spiel sofort beendet wird. Aber ich sehe es wirklich schon, mit 12 Kills habe ich meinen Hater und mit dem Hater gegen Leute, die keine Minimap haben, kann ich euch eins garantieren, den nächsten Hater erspiele ich mit einem Hater. Natürlich abhängig davon, wie lange ist der oben, kann der gegeiert werden und. Also das kann für Pubstumper wie mich natürlich ein absolutes geniales Schlachtfest sein. Wenn ihr aber alleine spielt und ich habe das Gefühl, dass man sehr im Team spielen muss, kann es sein, dass man da ganz schön in die Fresse kriegt und man kann nicht so viel dagegen machen. Es gibt verschiedene Modi diesmal, Leute. Es gibt 6 gegen 6, es gibt 2 gegen 2, das haben wir so schon gesehen. Es gibt 10 gegen 10, 20 gegen 20 und es wird einen Bodenkrieg-Modus geben mit über 100 Spielern. Je nachdem, welchen Modus man spielt, hat man verschiedene Maps. Die 2 gegen 2 Maps sind alle etwas kleiner. Man spielt die 6 gegen 6 genau auf den gleichen Karten wie 10 gegen 10. Es gibt wieder bei Multiplayer-Karten dann die Option für die Nachtsicht-Map. Da scheinen nicht viele von begeistert zu sein. Mir hat es auch nicht persönlich gefallen, aber auch da wieder ein sehr hoher realistischer Grad mit drin. Wenn ihr auf einer der
der Nachtsichtmap spielt, euer Nachtsichtgerät anhabt und mit eurem Lasersight, also mit eurem Laservisier, irgendwo hinzielt, können auch Gegner mit Nachtsicht, genauso wie Teammates mit Nachtsicht, sehen, wo euer Visier hingeht mit dem Laserpunkt. Realistisch, absolut, sah auch ganz cool aus, aber ich bin mir nicht sicher, ob ich nachher so ein großer Fan davon werde. Wenn ihr leveln wollt, habt ihr die Möglichkeit, das über jeden Modus zu machen. Über den Koop-Modus, über den Kampagnen-Modus, über den Multiplayer-Modus. Finde ich sehr, sehr cool. Ich werde mit Sicherheit Bock haben, irgendwann mal abends, wenn der Multiplayer vielleicht ein bisschen nervt oder so, einfach mal ein bisschen Kampagne zu spielen. Die WW2-Kampagne habe ich zum Beispiel sehr, sehr gerne gespielt. Fand ich sehr gut. Und hatte mir immer gewünscht, dass ich trotzdem meinen Charakter ein bisschen leveln kann. Vielleicht ein bisschen weiter die Waffen leveln kann. Jetzt das erste COD, was uns das anbietet. Damit wollen sie erreichen, dass sich jeder Modus in Modern Warfare anfühlt, als wenn man immer noch das gleiche Spiel spielt. Das heißt, ihr levelt eure Waffe im Singleplayer und habt den Waffenfortschritt aber auch im Multiplayer. Großartig. Wir haben neue Perks dabei, interessante Perks. Wird schwierig zu entscheiden, welche man nimmt, weil es gibt leider nur drei, die wir auswählen können. Aber es gibt neue Perks, unter anderem ein Perk, was zum Beispiel dafür sorgt, dass diese Power, die wir uns auswählen können, zum Beispiel der Muni-Vorrat für uns oder, dass wir den um 50% schneller erhalten. Es gibt Perks, die dafür sorgen, dass wir die Möglichkeit haben, Dauersprint ist aktiviert, aber wir können einen Supersprint sozusagen nehmen. Das finde ich sehr, sehr cool. Das passt zum Spielstil von vielen guten Spielern. Ihr werdet angeschossen, ihr habt eine schlechte Position. Die Time to Kill in diesem Spiel ist sowieso relativ hoch. Ich würde es mit MW2 vergleichen. Ich habe einfach mal vorhin die Frames gezählt. Es kommt auf MW2 hin. Es sind 100 Leben. Ihr heilt euch nicht mehr selber, so wie in Black Ops 4, sondern es ist automatisches Heilen. Ihr müsst euch dafür nicht mehr kümmern. Es gibt aber als taktische Granate den Stimshot. Das heißt, ihr könnt euch schneller damit heilen. Es gibt Spezialfähigkeiten oder Perks. Damit macht ihr zum Beispiel, wenn ihr mit einer Kugel jemanden trefft, kann er sich nicht so schnell heilen oder heilt nicht so schnell. Also es gibt sehr viele Varianten von Perks, die ich sehr, sehr interessant finde und sehr, sehr cool auch, ganz ehrlich. Man hat schon das Gefühl, auch bei den Killstreaks, die Jungs von Infinity Ward haben sich die letzten Jahre nicht nur mit der Engine beschäftigt, sondern auch wirklich mit Inhalten und haben eine klare Idee gehabt. Eine Idee, die ich bei Black Ops 4 zum Beispiel überhaupt nicht feststellen kann bisher. Black Ops 4 ist für mich ein kopiertes Spiel mit ganz negativen Aspekten. Modern Warfare, ich habe viele Zweifel, ich habe ein paar Hoffnungsschimmer, natürlich werde ich die Beta spielen. Was ich heute gelesen habe, was mich sehr traurig gemacht hat, es gab so einige, die sagen, hey, guckt euch an, Cheppy freut sich oder hofft, dass das Spiel schlecht wird. Jeder, der das schreibt, hat leider überhaupt keine Ahnung und ist auf diesem Kanal auch weder erwünscht, noch auf dem richtigen Fleck. Ich glaube, es gibt nicht viele auf der Welt, die so hardcore COD Fan sind wie ich, schon seit sehr, sehr langer Zeit. Ich bin 28 mittlerweile und spiele seit über 10 Jahren und ich habe seit 10 Jahren im Prinzip alles gespielt. Black Ops 3 habe ich 3 Jahre gespielt, weil COD ist einfach so ein mehr als nur ein Hobby für viele von uns und da finde ich es auch ziemlich unfair, wenn irgendjemand sagt, er hofft oder wünscht, dass das Spiel schlecht wird. Leute, davon habe ich nichts. Ich als Content Creator habe davon nichts und als privater Spieler habe ich davon auch nichts, weil ich spiele kein Fortnite, ich habe es nicht mal installiert, ich spiele kein Battlefield, kein gar nichts. Also, was bringt es mir, wenn COD wieder schlecht ist? Ja, also, das nur kurz am Rande. Ich hoffe, es gibt noch viel, viel mehr News, aber ich bezweifle, dass wir das alles in einem Video durchkriegen. Es gibt die nächsten Tage mit Sicherheit noch sehr, sehr viele Videos auf sehr, sehr vielen Kanälen. Ich werde versuchen, solange ich selbst nicht die Hand anlegen kann, euch mit allem zu füttern, was für euch interessant sein könnte. Kann euch nur sagen, wartet noch ein bisschen ab mit dem Vorbestellen. Ihr könnt auf jeden Fall selbst ohne Vorbestellen Open Beta spielen. Kurz davor ist dann noch die geschlossene Beta. Das haben sie auch nochmal ein bisschen geswitcht, finde ich aber in Ordnung. Eins noch, ich habe es gestern schon gesagt, es gibt keinen Minimap, es gibt Friendly Fire. Ich habe recht gehabt. Tada! Also Leute, lasst gerne ein Like da, würde mich drüber freuen. Lasst gerne ein Abo da, wenn ihr neu auf dem Kanal seid. Und lasst uns gucken, was die nächsten Tage bringen. Spannend auf jeden Fall.